In Deutschland gibt es ein neues Hochsicherheitslabor für die Erforschung hochansteckender Krankheiten. Wie in Hamburg und Marburg können nun auch in Berlin Viren untersucht werden, die zum Beispiel Ebola auslösen. Zunächst muss das Labor allerdings eine aufwendige Testphase durchlaufen. Bundeskanzlerin Merkel eröffnete heute die Einrichtung des Robert-Koch-Instituts. Sicherheitsstufe 4, das heißt, 4 Schleusen und eine Desinfektionsdusche trennen das Labor von der Außenwelt. Gearbeitet werden darf nur in Schutzanzügen mit eigener Luftversorgung, denn in diesen Kühlschränken werden künftig hoch ansteckende Ebola- oder Lassa-Viren gelagert und das mitten in Berlin. Alles sicher, sagt der Laborleiter. Es ist noch niemals ein Erreger aus dem Labor rausgekommen. Aus dem Viererlabor. Und die technischen Gegebenheiten haben sich ja auch weiterentwickelt. So ein Bau kostet 170 Millionen Euro insgesamt. Für Bundeskanzlerin Merkel ist das gut angelegtes Geld. Schließlich sollen hier Impfstoffe oder Medikamente gegen besonders gefährliche Infektionskrankheiten erforscht werden. Angesichts all dieser Sicherheitsvorkehrungen könnte man von einer Art Fort Knox des RKI sprechen. Es wird zwar kein Gold gelagert, aber die Erkenntnisse, die hier künftig gewonnen werden können, könnten auch Gold wert sein. So voll wie heute bei der Eröffnung wird es im Labor wohl nie wieder sein. Nur ein kleiner Kreis von maximal 30 hochspezialisierten Mitarbeitern hat Zutritt. Sie müssen auch den Müll selbst entsorgen, desinfizieren in einem sogenannten Autoklaven. Wir werden dann auch in diesen Autoklaven Kühlschränke hineinrollen und die quasi kochen. Bevor die Forschungsarbeit beginnt, wird das Labor jetzt erst einmal geprüft. Ist wirklich alles dicht? Bis die Forscher das wissen, können Monate oder sogar Jahre im Testmodus vergehen.